Lifetime in repeat. Servus und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Trading Card Game Online zu einer neuen Folge, zu ein bisschen mehr Spaß und so weiter und so fort. Und Kopf. Ja, wir hoffen mal, dass wir gewinnen. Eventuell. Möchtest du anfangen? Ja, ich möchte gerne anfangen. So, und wir ziehen direkt schon am Anfang einen Dreck. Er aber auch, er hat nämlich nur 7 Karten. Also nur 7 Energie. Sag mal, wie viel hast du eigentlich in deinem Deck drin, wenn ich fragen darf? So, das hier sieht doch schon besser aus. So. Nett. Schon wieder 7 Wasserenergie. Was ist denn hier los mit dem? Naja, auf jeden Fall, ich habe an meinem Deck etwas gearbeitet, ein bisschen gefeilt, ein bisschen gemacht. Und ja, ich stelle fest, dass ich noch sehr viel mehr machen muss an diesem Deck, damit es schön stark wird. So. Und jetzt hat er natürlich so viele Basis-Pokémons auf seiner Hand, dass er sich jetzt nicht entscheiden kann, was er spielen soll. Ja, ich nehme mit Freuden. Und ja, das Lapras lege ich auch gerne hin. Und jetzt bin ich auch fertig. Und what the fuck? Sumpex EX. Oh, das wird ekelhaft. Das wird so ekelhaft. So, dann spielen wir hier mal kurz an. Dann spielen wir den Tauchball. Was holen wir uns denn? Das Amagara X oder... Das Amagara X hat einen netten Bonus, aber es bringt nichts. Wir sollten eventuell... Carpador. Weil wir haben Garados auf der Hand, dann holen wir uns einen Carpador und dann ist die Sache auch schon gut. Und... Dann ist jetzt der Gegner dran. Ich bin jetzt mal gespannt, ob er jetzt eine Energiekarte hat. Höchstwahrscheinlich wird er eine haben. Ja, ist ja klar. Und... Das legen wir auch noch ab. Dann entwickeln wir unser Schwert mal weiter. Und dann legen wir eine dran an. Dann kommt die Fähigkeit von ihm. Und die nächste Energie wird angelegt. Dann entwickeln wir unser Carpador mal weiter. Dann hauen wir einmal mit Aquaknarre drauf. Bumm. Richtet nur lächerliche 40 Schaden an. Okay. Oh Gott, wir kriegen gleich so dermaßen hart aufs Maul von dem Vieh. Das wird schrecklich. So. Ich glaube, das nächste, was wir machen, ist dann, glaube ich, unser Arktos eine Energie geben, weil das wird safe draufgehen, das Velsa. Dann spielen wir nochmal das nächste Arktos. Dann spielen wir das hier. Dann kommt Erdbeben. Die 20 Schaden in Freuden im Kauf. So. Ich verstehe nicht, warum ist eigentlich das so, dass dieser Angriff macht 120 Schaden, aber im Ernst, ich habe Attacken, die machen ebenfalls, also ich habe andere Pokémon-Karten, die haben ebenfalls 120 Schaden und die haben keinen Nachteileffekt. Manche von denen haben sogar gerne mal einen positiven Effekt und so, deswegen, also, ja. Und haben wir jetzt ernsthaft schon gewonnen? Ja, wir haben ernsthaft schon gewonnen, kurze Folge, ne? Nett. Na, was kriegen wir? 2. Okay. Dann würde ich sagen, das ging ja fix dann. Ciao, bis nächste Folge. Auf Wiedersehen.